bereiten jetzt gerade den Relaunch von svz.de, prignitz.de und nnn.de vor. Wir sind in den Endzügen und sind gerade dabei, die letzten Punkte umzusetzen, dass der Relaunch für morgen früh 6 Uhr auch perfekt läuft und der User seine neue Website, seine lokale und regionale Website im vollen Umfang genießen kann. Als älteste Tageszeitung in Deutschland im Internet sind wir natürlich bestrebt, die Reichweite immer weiter zu vergrößern, immer näher am Leser dran zu sein. Und deswegen haben wir die Webseite, die Homepage aktueller gemacht. Wir haben durch Abläufe im Backend, so nennt man das, was im Hintergrund abläuft, haben wir schneller gemacht. Und wir werden noch lokaler in dem Sinne, dass wir jetzt die Übersichtsseiten zu kleinen eigenen Homepages ausgebaut haben, die jede Lokalredaktion für Sie direkt am Gartenzaun quasi die Nachrichten abholend jeden Tag mehrfach neu gestaltet. Mehr dazu werden Sie jetzt hier im Video noch sehen. Ich muss jetzt leider ran, wir haben die ganze Nacht zu tun und wir freuen uns auf Ihr Feedback zur neuen SVZ, NNN und prignitzer.de. Thank you.